So Leute, da sind wir beim nächsten Plane Chase Opening und zwar diesmal Strike Force. Entschuldigung. Dürfte ja bisher alles mittlerweile bekannt sein. Jetzt fehlt uns noch Strike Force und dann fehlt uns nur noch ein einziges. Ein einziges und wir sind mit dem ganzen Müll durch. Also, was heißt Müll? Die Plane Chase Dinger sind cool, aber... So, Moment, ich werde mich gleich anders hinsetzen, keine Angst. So, wir haben hier unsere Planes. Die 10 Stück. So, dann haben wir hier unseren Würfel. Würfel. Und unser Deck und Müll. So, jetzt haben wir das. Jetzt fangen wir wie immer an mit den Planes. Dafür kurzen Moment. So, da sind wir jetzt bei den Planes. Und zwar haben wir hier einmal Stronghold Funerays. Und zwar liegt das auf Wrath. Und immer wenn irgendeine Quelle. Oh, Moment, ich muss mal hinsetzen. Moment. So. Immer wenn eine Quelle einem Spieler oder einer Kreatur Schaden zufügen würde, fügt sie stattdessen doppelt so viel Schaden zu. Der Effektwürfel hier. Tada. Der fügt jeder Kreatur und jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Ne, einer Kreatur oder einem Spieler. So rum. Ja. Dachte gerade schon, irgendwas habe ich doch falsch. So, dann haben wir Nier Eisel auf Wildfire. Und zu Beginn des Versorgungssegments, also von jedem Versorgungssegment, legt da eine Flame Counter drauf. Und Nah Eisel fügt dir so viel Schaden zu, wie da Flame Counter drauf liegen. Effektwürfel, Nah Eisel fügt 3 Schaden einem Spieler zu. Das ist ziemlich cool. Is it Stream Maze auf Ravnica? Immer wenn ein Spieler eine Instant or Sorcery castet, wird die kopiert und er darf sich diese Kopie neue Ziele aussuchen. Effektwürfel, Instant Sorceries kosten bis zum Ende des Zuges 3 Mana weniger. Das ist ziemlich krank. Das dann finde ich cool. Skybran auf Kaldheim. Und zwar, Spieler können die oberste Karte ihres Decks offen, müssen die oberste Karte ihres Decks offen zeigen. Und Zauber, die einen Typen gemeinsam haben mit einer Karte, die oben auf der Bibliothek liegt. Diese Zauber können nicht gecastet werden. Immer wenn du einen Effekt würfelst, verliert ein Spieler eurer Wahl so viel so viel Lebenspunkte, wie er Karten auf der Hand hat. Talarian West auf Dominaria. Zu Beginn jedes Endsteps, wenn du keine Karten in der Hand hast, zieh 7 Karten. Effektwürfel, wirf eine Karte ab. Es ist eigentlich ziemlich interessant. Sorgenzahn, alle Kreaturen kriegen plus 1 bis 1 und haben Eile. Effektwürfel, du enttappst alle Kreaturen, die diesen Zug angegriffen haben und nach dieser Mainphase kommt eine zusätzliche Angriffsphase. Zusätzlich gefolgt von einer zusätzlichen Mainphase. Das ist ziemlich cool. Glimmerwald Basin auf Mirrodin. Ich glaube, das sieht man auch irgendwie, dass es Mirrodin ist. Naja, immer wenn ein Spieler eine Instant oder Sorcery castet, die ein Single-Target hat, kopiert er diesen Zauber. Für jede andere Spell oder permanente Card oder irgendwas, was dieser Spell targeten könnte, für jeden auf diese Weise Art und Weise da seiendes Ziel. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt genau übersetzen muss. Und jede Kopie muss eine andere verschiedene Sache targeten. Das heißt, ich zerstöre eine Kreatur meiner Wahl. Und es liegen 12 Kreaturen, wird mein Zauber 12-mal kopiert, weil er für jede Kreatur einmal kopiert wird. So, Effektwürfel, ihr sucht eine Kreatur aus und jeder Spieler, außer der Besitzer dieser Kreatur, kriegt einen Token ins Spielfeld, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Ziemlich asozial. Dann kommen wir auf Schiff, auf Dominaria. Alle Kreaturen haben Dracheneffekt. Das bedeutet, sie können für ein rotes plus 1 bis 0 bis zum Ende des Zuges kriegen. Wenn ihr den Effektwürfel trifft, bringt ihr einen 5-5 roten Drachentoken mit Fliegen ins Spiel. Ist nicht schlecht. Dann Aggrym. Immer wenn eine weiße Kreatur vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, wird sie zum nächsten Endsegment wieder ins Spiel gebracht. Das ist ziemlich cool. Und immer wenn eine nicht weiße Kreatur vom Feld auf den Friedhof geht, wird sie am Ende des Zuges auf die Hand ihres Besitzers zurückgebracht. Hart. Und Effektwürfel? Kreaturen können euch nicht angreifen, bis ein Spieler hiervon wegwandert. Das ist ziemlich cool, weil die Gegner sich einfach mal mit allem prügeln können und ihr sagt dann, oh, ich bin raus. Leque mio, Popo Blanco. Und dann kommen wir zum letzten Plane. Otaria, auch auf Dominaria.
Und Instant Sorceries in Friedhöfen haben Flashback. Die Flashback-Kosten sind in Höhe der Mana-Kosten. Flashback heißt, du kannst sie aus dem Friedhof für einen bestimmten Mana-Satz, zum Beispiel für ein rotes oder zwei schwarze, je nachdem, was die Karte halt gekostet hat, könnt ihr die aus dem Friedhof nochmal casten, danach wird sie exiled. Also ihr habt eine zweite Verwendung dafür. Und der Effektwürfel, ihr kriegt einen Extrazug. Das ist ziemlich krank. Also die Planes sind ziemlich cool. Und würde mal sagen, wir schreiten mal voran. Ich leg die mal beiseite. Und wir schreiten voran zum Deck. Moment. Da sind wir jetzt beim Deck selber. Ich mach das mal auf. Wir haben hier erstmal Müll, kennt man, ja, Müll. Mhm. Und die Deckbox, ganz normal. Und die Karten selber, also das Deck selber, die hatten doch hier alle so eine... Ah, komm schon. Genau, die hatten alle hier so ein Bändchen, wo man es aufreißen kann. Tada! So, wir haben hier Order and Chaos. Moment, ich muss mal gucken, dass ich meine Hand so hinhalte, dass wir nicht unbedingt im Schatten sind. So, ihr könnt eine der beiden Seiten spielen. Order sagt, exiliert eine angreifende Kreatur eurer Wahl. Chaos sagt, Kreaturen können in diesem Zug nicht blocken. Das ist ziemlich hart. Und dementsprechend, wir gehen mal. Die Karte finde ich auch irgendwie cool. Für 3 Mana, davon 2 rote und X, kriegt ihr X rote 1-1 Goblin-Spielsteine ins Spiel. Das ist ziemlich stark, vor allem für Commander. Super geile Karte. Das ist richtig hart. Wie viele Goblins dabei rumkommen können. So, dann haben wir Captain's Manöver für ein rotes und ein weißes und X. Die nächsten X-Schadenspunkte, die einer Kreatur oder einem Spieler in diesem Zug zugefügt würden, werden stattdessen einer anderen Kreatur oder Spieler zugefügt. Das ist hart. Rolling Thunder für 2 rote und X. Fügt er X-Schaden zu irgendwelche Arten von Kreaturen und oder Spielern. Aber halt aufgeteilt. Das ist, ist nicht so gut. Insurrection. Die ist cool. Für 8 Mana. Sorcery. Ihr enttappt alle Kreaturen. Kriegt die Kontrolle über alle Kreaturen. Und zieht alle Kreaturen halt eine Eile bis zum Ende des Zuges. Commander verheerend. Finisher. Das ist ja ein nices Artwork. Akromas Vengeance. Für 4 Mana zerstört ihr alle Kreaturen, Artefakte und Verzauberungen und könnt es für 3 Mana cyclen. Das heißt, ihr werft es eurer Hand ab und dürft eine Karte ziehen. Aber das Artwork, Leute. Das ist cool. Dann haben wir Con of Flames. Für 5 Mana fügt ihr einer Kreatur im Spieler einen Schaden zu, einer anderen Kreatur oder einem anderen Spieler 2 Schadenspunkte und einer dritten Kreatur oder einem dritten Spieler 3 Schadenspunkte. Funerals of Wrath. Für 4 Mana, ihr verdoppelt den Schaden, der an Kreaturen oder Spielern zugefügt wird. Super geiles Teil. Auch eine geile Karte. Glory of the Warfare. Für 4 Mana, solange es euer Zug ist, kriegen eure Kreaturen +2/+0. Das heißt, sie können stärker angreifen. Solange es der Gegnerzug ist, kriegen eure Kreaturen +0/+2. Das heißt, sie können besser blocken. Für 4 Mana eine geile Verzauberung, finde ich, wenn ihr mich fragt. Congregate. So, 4 Mana Instant und ein Spieler eurer Wahl kriegt 2 Lebenspunkte für jede Kreatur auf dem Spielfeld. Das kann eine ganze Menge sein. Prison Term, 3 Mana, ihr verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken, ihre aktivierten Fähigkeit benutzen und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, könnt ihr die an die andere Kreatur dran switchen. Das ist ziemlich cool. Besser als Pazifismus auf jeden Fall. Dann haben wir Orym's Thunder. Für 3 Mana und für ein rotes Kicker zerstört ihr ein Artefakt oder eine Verzauberung. Und wenn ihr die Kickerkosten bezahlt habt, also ein rotes zusätzlich, dann fügt ihr so viel Schaden einer Kreatur zu, wie dieses Artefakt Mana-Kosten hatte. Yay, nice. Oblivion Ring. Für ein weißes, 2 farblose. Wenn er ins Spiel kommt, exiliert ihr im Non-Land Permanent, also nicht Land Permanentes. Und wenn er das Spiel verlässt, bekommt der Beherrscher diese Karte eben wieder. Arc Lightning. Für 3 Mana fügt sie einer aufgeteilt, wie ihr wollt, 3 Schaden an irgendeine Anzahl an Kreatur und oder Spielern zu. Lightning Helix, sehr cool. Für ein rotes und weißes fügt sie einem Spieler oder einer Kreatur 3 Schaden zu. Und ihr kriegt 3 Leben. Sind sogar 2 Stück drin. Das ist richtig nice. Double Klee. Für ein rotes... Moment. Da fallen mir schon die Karten raus. So.
Für ein rotes oder weißes kriegt eine Kreatur Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Borrow-Signant für ein rotes, für zwei farblose. Das ist ein Artefakt, für ein farbloses Tappen, ihr bekommt ein rotes und ein weißes Mana. Ihr macht praktische Mana-Konverter. Reckless Charge für ein rotes kriegt eine Kreatur +3/+0 und Eile bis zum Ende des Zuges. Für drei Mana Flashback. Sehr nice. Reliquie vom Progenitus für ein Artefakt, für ein farbloses Tappen. Ein Spieler exilt eine Karte aus seinem Friedhof. Oder ein Mana und ihr exilt das Teil und jeder Spieler exilt alle Friedhöfe. Und danach zieht ihr eine Karte. Sehr geil. Und Razia Boros Archangel. 8 Mana, 6-3, Wachsamkeit fliegen. Und ja, die könnt sie auch tappen und die nächsten drei Schadenspunkte, die irgendwo zugefügt würden, irgendwo anders zufügen lassen. Also zumindest von Kreatur auf Kreatur. Ihr könnt nicht leider nicht an den Spieler werfen, aber von Kreatur auf Kreatur umleiten, das ist richtig geil. Rorik's Bladewing. 6 Mana, 6-5, fliegend Eile. Finde ich auch sehr geil, vor allem als legendäre Kreatur für einen Commander. Gib ihm. Dann haben wir Bull Carrodon. Für 6 Mana, 5-5, fliegend, nicht fliegend, Wachsamkeit, Eile. Das heißt, ihr legt den und greift an. Balefire Lich. Ich habe keine Ahnung, was da für Karten drin sind, aber die sind gut. Alter, das ist hart. 5 Mana, 2-4, andere rote Kreaturen kriegen +1/+1, andere weiße Kreaturen kriegen +1/+1. Und immer wenn ihr einen roten Zauber spielt, verliert ein Spieler eurer Wahl könnt ihr einem Spieler 3 Schaden zufügen. Und immer wenn ihr einen weißen Zauber spielt, könnt ihr 3 Leben kriegen. Minacrying Ogre. 5 Mana, 3-3, Trampel Eile. Und wenn er ins Spielfeld kommt, sucht sich jeder Spieler still und heimlich eine Zahl aus. Der Spieler mit der höchsten Zahl verliert so viele Lebenspunkte, wie er die Zahl angegeben hat. Wenn ihr einer von diesen Spielern seid, die eben Lebenspunkte verloren haben, legt ihr 2+1/+1 Marken auf ihn drauf. Das ist ziemlich assi. Dann haben wir hier 4 Mana, 3-2 Eile Echo. Und wenn er das Spielfeld betritt, fügt er 3 Schaden an einem Spieler zu. Hammerteil. Legen, bieten. 6 Schaden für 4 Mana. Flammenzungen Kavu. 4 Mana, 4-2 und wenn er ins Spielfeld kommt, fügt ihr 4 Schaden einer Kreatur zu. Auch so geile Karte. Hardfire Hobgoblin für 3 rot-weiße Split-Mana, also Hybrid-Mana, wie sie gern genannt werden. 2-2 Doppelschlag. Vor allem, weil er 2-2 ist, ist es sehr cool, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir den Hedgemage. 3 Mana, 2-2 und wenn er ins Spielfeld kommt und ihr kontrolliert 2 oder mehr Gebirge, zerstört ihr ein Artefakt. Kontrolliert ihr 2 oder mehr Ebenen, zerstört ihr eine Verzauberung. Habt ihr beides, steht aber drauf, 3 Mana, 2-2, zerstören Artefakt und eine Verzauberung. Das ist hart. So, Core Sanctifiers für 3 Mana, 2-3 und einem Kicker. Und wenn ihr den Kicker für einen weißen Mana dazu bezahlt, dann zerstört ihr einen Artefakt oder eine Verzauberung. Boros Guildmage, 2 Mana, 2-2. Eine Kreatur eurer Wahl kriegt Eile bis zum Ende des Zuges für ein rotes und ein weißes und für ein rotes und farbloses. Für ein weißes und ein farbloses kriegt eine Kreatur Erstschlag bis zum Ende des Zuges. 2 Mana 2-2, geile Effekte. Die Guildmatch damals waren zum Teil richtig gut. 2 Mana 2-2, Kedorn Yearling. Ist praktisch das eine, was wir hier hatten, mit Wachsamkeit Eile. In klein für 2 Mana, auch nicht schlecht. Burrow Swiftblade, 2 Mana 1-2, Doppelschlag. Der ist nice. Der ist richtig nice, also Alter, der ist hart. So, Bellguide Mimic, 2 Mana 2-1 und immer wenn ihr einen Zauber spielt, der rot und weiß ist, wird der 4-2 Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Soul Warden für ein weißes Mana 1-1 und ihr bekommt einen Lebenspunkt, immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt. Dann haben wir Terramorphic Expanse. Wie viele? 2. Tappen, opfern und durchsucht euer Land nach einem Standardland und bringt es getappt ins Spiel, mischt danach eure Bibliothek. Sehr cooles Teil. Sunhome Fortress of the Legion, tappen für ein farbloses oder 4 Mana tappen und eine Kreatur eurer Wahl kriegt Doppelschlag bis zum Ende des Zuges, davon ein rotes, ein weißes. Das ist hart. Boros Garnison kommt getappt ins Spiel, ihr müsst einen Landzug auf die Hand nehmen und ihr kriegt ein rotes und ein weißes, wenn ihr das Ding tappt. Ist halt ein Karuland, ist auch sehr nice. Und ich glaube, der Rest besteht aus Standardländern. Jawoll! Gut, dann haben wir das Deck so mal durchgeguckt. Ich bin echt, also, überrascht. Ich bin unglaublich überrascht über dieses Deck, also von diesem Deck. Das ist wahnsinnig gut. Also ich bin total sprachlos. Ich finde das unglaublich cool, dass dieses Deck so stark geworden ist.
dass sie, also im Vergleich zu den anderen, ich nehme es mal kurz nach hinten, damit ich es fertig durchziehen kann, im Vergleich zu den anderen ist das hier echt absoluter Burner. Also, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Deck anlegen will. Aber naja, was soll's. Ich habe das Deck durchgegangen, ich habe euch gezeigt, was in diesem Planeshift-Deck drin ist. Es ist meine Meinung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Planeshift-Deck haltet. Ich finde es wahnsinnig gut und wahnsinnig stark. Und jetzt fehlt nur noch ein einziges. Das ist... Da bin ich gegen die Kamera gekommen. Yay! Das ist Element Thunder, glaube ich. Elements? Irgendwas mit Elements. Das kommt dann die Tage, die Wochen, irgendwann später. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Und wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da, was ihr von dem Deck haltet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.